Hallo, liebe Freunde, ich bin's, euer Erdlehrer. Wir sind heute hier in Wels, weil unser Obmann, ich darf auch Christian zu ihm sagen, uns was über das Tanken hier erzählen wird. So, den Tankchip. Bitte warten, bitte bestätigen auf grün. Oh, jawohl. Bitte jetzt tanken auf Super Plus. Genau. Und geht schon. Ja, noch nicht ganz. Erst muss das Flugzeug durch eine Erdung abgesichert werden und die Blöcke beschützen es vor dem Wegrollen. Es dürfen sich auch keine Personen während des Tankvorganges im Flugzeug befinden. Am besten hilft dann auch immer ein wenig zusammen. Und hier sehr schön zu sehen, mindestens einer der Piloten muss eine Warnweste tragen. In jeder Bordtasche befindet sich nun dieser runde Chips von Wels. Wir haben auch von BP und von Shell eine Carnet-Card und eine eigene Tankkarte von Zell am See zum Tanken auf Lieferschein. So, liebe Pilotenkollegen, hier noch ein paar Impressionen von unserem ersten Clubausflug in diesem Jahr nach Wels. Hier in Zell am See und in Eckenfelden müssen Landegebühren ab sofort nicht mehr in bar bezahlt werden, sondern sie werden vom Konto abgezogen. Wer nun angesichts dieser Bilder Appetit bekommen hat, dem kann geholfen werden. Der nächste Ausflug ist schon geplant. Zell am See, der schönste Flugplatz in den Alpen.